Hallo Eisbären-Fans, wir sind zurück. Die Eisbären sind zurück im Eistraining hier im Wellblechpalast. Gestern Nachmittag ging es schon los für die Eisbären. Da stand erst eine Krafteinheit auf dem Programm und dann ein Eistraining in Eishalle 2, während hier die Regionalliga-Mannschaft der Eisbären Juniors ihren ersten Sieg in dieser Saison überhaupt eingefahren hat. 6:4 gegen den ESC Dresden hieß es da. Parallel da drüben Rot gegen Blau für die Eisbären im ersten Training nach der Deutschlandcup-Pause. Quasi nahtlos knüpften die Eisbären an. Die einen, nämlich Jonas Müller und Marcel Nöbels, hörten beim Deutschlandcup auf, also absolvierten ihr letztes Spiel gegen die Slowakei. Und die anderen, die gingen hier wieder aufs Eis und schafften ordentlich, haben ordentlich geschwitzt, nicht nur im Kraftraum, sondern dann natürlich auch auf dem Eis. Und heute ging es dann direkt weiter. Um 10 Uhr waren die Eisbären dann hier wieder auf dem Eis zum Torwarttraining. Davor gab es auch Krafttraining für die Eisbären. Die mussten also auch im Kraftraum dann schon wieder schwitzen nach diesen 6 Tagen Pause. Wieder mit auf dem Eis Leo Pföder und gestern auch auf dem Eis waren zum Beispiel Sebastian Streu und Thomas Reichel. Die haben nach der Pause, die sie auch mit Weißwasser hatten, dann auf dem Eis hier kurz mittrainiert, sind dann jetzt zu den Lausitzer Füchsen dann wieder gegangen und wir gucken mal, ob Ryan McKiernan, kannst du uns kurz erzählen, wie die Deutschlandcup-Pause für dich gelaufen ist? Es war super, ich war mit meiner Freundin in Spanien und wir haben viel gesehen, wir haben moved a lot and was stayed active, so it was a lot of fun. Good to clear the mind. Now I'm fresh, ready to go for the next part of the season. Aber viel Sonne habt ihr nicht bekommen. Du siehst ganz schön blass aus. Ich bin immer white in the face, but now we got some sun. 20 Grad und ich habe Antonio Banderas gesehen. Ja, viel Spaß gehabt. So, ja. Und du hast nicht nur Antonio Banderas gesehen und getroffen, sondern auch? Ja, saw Jerry down there in the hot tub on the beach and that was actually the funniest thing that's ever happened. We just randomly saw him enjoying his time. So, and then I let him his space and we both had a great vacation. So. Also du hast tatsächlich unseren Videocoach Jeremy Lee getroffen, völlig zufällig in Marbella. Just random, just saw him on the beach there and like everything had to happen in that day for it to come down perfectly like that. But it was super funny. Took a photo, put it in the group chat and we had some fun with it. Wie waren die ersten beiden Trainingseinheiten jetzt wieder zurück? Schwer, aber yeah, we need it and the team looks good. We look strong and ready to go. So it's hard work, but somebody's got to do it. Is that what they say? Ryan, vielen Dank. Danke. So, ja, also Ryan McKiernan, habt ihr mitbekommen, hat tatsächlich Videocoach Jeremy Lee getroffen und dann gucken wir doch mal, wer noch so auf dem Eis ist und wen wir noch fragen können, ob denn alles nach der Pause gut gelaufen ist. Leo, ich muss dich kurz verhaften nach einer Schrecksekunde, die wir hatten, dass du den Deutschlandcup absagen musst, weil du auf deine Bratzen was bekommen hast. Hast du jetzt beide Trainingseinheiten? Ja, du hattest einen Puck auf deine Hand bekommen, richtig? Richtig, ja. Du hast jetzt beide Trainingseinheiten mitmachen können, ist alles in Ordnung? Schaut ganz gut aus, ja. Und wie konntest du die Pause nutzen? Nachdem ich dann beim Doc war und wir das dann so abgesprochen haben, dass ich nicht fahre, bin ich einen Tag drauf, am Dienstag, in die Heimat. In die Heimat, du warst also in Bad Tölz? Ja, genau. Richtig, ja. Und hast du ein bisschen Bergluft genossen? Auch, ja. Was heißt denn das? Ja, alles sehr ländlich bei uns, oder? Berg, wir haben ja alles. Berg, Seen, Flüsse, Felder. Also Buschi hat ja immer gesagt, der vermisst die Berge sehr. War das auch ein Grund, warum du nach Hause dann gefahren bist, um durchzuatmen? Was bleibt? Mir ist ja nichts anderes mehr überblieben eigentlich. In Berlin, keiner war in Berlin. So spontan wollte ich dann auch nicht irgendwo hin und dann, ja, war schön, mal wieder daheim gewesen zu sein.
Leo, viel schöner ist es, dass du jetzt wieder auf dem Eis bist und wir wünschen jetzt schon mal viel Erfolg für die kommenden Spiele, dass du auch deine heiße Phase fortsetzen kannst. Das ist sehr nett, Dankeschön. So, liebe Eisbären-Fans, wir haben tatsächlich noch jemanden gefunden aus dem Eisbären-Team, der uns so ein bisschen was über seine Zeit in der Pause erzählen wird. Ryan McKiernan, der gerade noch seine Schlittschuhe vorbereitet für das nächste Training, den haben wir ja schon gefragt. Und jetzt steht Florian Kettema hier neben mir. Kette, wie war deine Pause? Sehr speziell. Sehr speziell. Mein jüngerer Bruder hat geheiratet. Es war eine super Sache und sehr emotional für mich, dass mein jüngerer Bruder heiratet. Ja, ich kann es mir noch nicht vorstellen, von dem her ja, war das eine Riesensache und freue mich sehr für meinen Bruder und war eine super schöne Hochzeit. Und ja, ich fand es natürlich auch Wahnsinn, dass er es extra auf die Pause gelegt hat, dass ich dabei sein konnte. Und ja, war eine wahnsinnig geile Zeit. Das heißt, du warst im Allgäu zu Hause? Ja, genau. Ich war zu Hause, bei mir zu Hause, bei uns zu Hause am Dorf. Und hast die Akkus ordentlich aufgeladen? Jetzt hattet ihr schon zwei Trainingseinheiten. Hoffentlich ist trotzdem noch genug Saft übrig geblieben. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten jetzt zwei Trainings. Heute das Training war wieder sehr intensiv und hat sich gut angefühlt. Und denke, dann sind wir bereit am Freitag. Am Freitag Bremerhaven. Letztes Spiel lief nicht ganz so. Was müsst ihr machen, um vielleicht diesmal die Punkte mitzunehmen? Tore schießen. Alles klar, da hast du recht. Florian Kettema, vielen Dank. Dankeschön. So, liebe Eisbären-Fans, wir haben noch einen Spieler gefunden, der uns ein bisschen was über seine Novemberpause erzählt, während die Geschichte mit den Schnürsenkel bei Ryan McKiernan weitergeht. Er bereitet sie richtig vor und Olli Lange, der Betreuer, hilft natürlich. Haben wir Sebastian Dahm da. Dahmer, wie war deine Pause? Super Pause. Ich war mit meiner Familie zu Hause in Dänemark, Kopenhagen. Und haben meine Großeltern, meine Eltern und Freunde gesehen und gute dänisches, traditionelles Küche gegessen auch. So, das war schön und gut für den Körper auch. Rekuperation ein bisschen und ja, so, das war schön. Was ist denn spezielle dänische Küche? Was habt ihr denn da gegessen? Was ist da dein Lieblingsessen? Ja, es ist dieser Mittagessen, das offene Sandwich, kann man sagen, mit der Rye Bread, das Darkes Brot, machen wir ein bisschen anders als überall in der Welt. Ganz besonders, finde ich. So ja, das mit das und dann viel verschiedene Fischfleisch und natürlich Schwein auch. Das ist ein großes Ding für uns. Habt ihr da irgendwelche besonderen Geschichten noch zu Hause dann gemacht, außer viel Freunde besucht? Wart ihr noch irgendwie in einem Spa oder so? Wir haben ein ganz besonderes Ding gemacht mit unseren Freunden. Wir haben in ein Escape Room versucht rauszukommen und du hast eine Stunde. Du musst alles diese kleinen Dinge massen lösen und Schlüssel finden. Und ja, wir hatten es. Ein Zimmer für 6 Leute, wir waren 4 und wir haben in 39 Minuten geklappt. So, wir freuten uns sehr viel nachher und das hat viel Spaß gemacht. Das klingt nach richtig guter Ablenkung. Jetzt hattet ihr wieder zwei Trainingseinheiten, das lief auch gut, oder? Ja, sehr gut. Es ist sehr gut, zurück zu sein auch. Ich denke, wir haben eine gute Saison so bislang gemacht und wir wollen weitergehen. Und ja, wir freuen uns für nächstes Spiel, definitiv. Sebastian, dann viel Erfolg fürs nächste Spiel. Vielen Dank. Ja, Eisbären-Fans, jetzt wisst ihr Bescheid, was so ein bisschen in der Pause bei den Jungs abgegangen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen und drückt uns die Daumen fürs Spiel in Bremerhaven. Hey, Eisbären-Fans, I'd like to recommend the Christmas package and the mini-Abo. It'll be a great gift for some of your friends.